Ich gehe einfach los auf der Straße, durch den kleinen Wald. Herrlich, dieser Waldgeruch. Wer kennt das heutzutage noch in der Stadt? Ich fühle mich fast wie der Peter Rosecker oder wer anderer Naturverbundener. Ich gehe eine Schotterstraße entlang, die mich so ganz an früher erinnert. Ah, wie sehr wichtig vermisst Schotterstraße. Der Donaugeruch, der jetzt immer näher kommt. Ich gehe immer dem fauligen Wassergeruch nach. Ich beginne zu rennen, immer schneller, auf die Donau zu. Ach, Donau, was verbinde ich mit dir? Nix. Ich renne hinein in die Donau, bis ich nicht mehr rennen kann. Ich falle über das viele Wasser und land im Querformat so quasi auf allen Vieren. Bleib so liegen, Füße und Arme ausgestreckt, der Kopf im Wasser. Ich mache die Augen auf, ich sehe nichts außer fallem Grün, blubbere das eiskalte Wasser aus, ich bleib so liegen. Wenn man es überwunden hat, die Eiseskälte, dann wird sie geil. Die Augen tun weh, aber der Atem hält noch. Ich blubbere weiter, geiles, fahles Donaugrün, bis mir die Luft ausgeht. Ich tauche auf. Huh. Das war nochmal knapp. Also das war jetzt wirklich so ganz kurz vom Untergang. Fast hätte ich keine Luft mehr gekriegt. Fast wäre es aus mit mir gewesen. Ein sehr existenzielles Gefühl. Da fällt mir auf, dass ich im Wasser auch knien hätte können, weil es so seicht ist. Und ich entscheide mich dann doch, halt noch ein bisschen im Wasser knien zu bleiben. Es ist angenehm, diese Nässe, um währenddessen zu überlegen, wie ich mit dieser Situation jetzt umgehen soll und welche Schritte eingeleitet werden könnten. Da sehe ich plötzlich vor mir ein Bein, das aber nicht meines sein kann. Unter diesem Bein einen Körper mit zwei Armen und Händen, an denen jeweils ein dünnes Plastiksackerl gut gefüllt hängt. Ein unbekannter Reflex empfiehlt mir, sehr schnell wieder unterzutauchen, aber da ertönt bereits die Stimme aus diesem fremden Körper. Jetzt bin ich ganz schön lange hinter dir hergelaufen. Ich laufe sonst nie hinter jemandem her. Respekt also. Der Mann, der zu dieser Stimme gehört, erklärt mir, dass das so ein innerer Wunsch in ihm war, mich zu retten. Das klingt jetzt so, wie es nicht klingen sollte. Natürlich ist er sich sicher, dass ich mich auch gut selbst hätte retten können. Aber gut, wie soll er sagen? Ja, er hilft eben gerne. Nicht in seiner Arbeit. In seiner Arbeit, da ist er mehr so, ja, visionär und kann dabei nicht so wirklich an andere denken, weil das die Vision zunichte machen würde. Aber in seiner Freizeit, von der er leider viel zu wenig hat, ist Helfen für ihn wirklich eine ganz, ja, wunderbare Beschäftigung. Viel zu wenig denkt er da an sich, viel zu viel an das Wohl der anderen. Und er erklärt mir, dass ich jetzt ordentlich abgetrieben bin. Ich soll den Strom, die Strömung der Donau bitte nicht unterschätzen. Und er schaut mit seinem stechenden Blick so weit in mich hinein, wie es ihm möglich ist. Er fahrt sich durch sein dünnes Haar, das bis knapp über die Schulter reicht und sagt, Entschuldige, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Künstler, Regisseur.